Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Anna von Stimmsinn und ich freue mich, dass du heute wieder Lust hast, meine Antwort auf eine eurer Fragen anzuhören und anzuschauen. Ihr habt mir eine Frage geschickt und die lautet: Was mache ich, wenn mich ein Lied so berührt, dass ich beim Singen immer wieder weinen muss? Schöne Frage. Sehr, sehr, sehr schöne Frage. Habe ich mich sehr darüber gefreut, über diese Frage. Und als allererstes kann ich mal sagen, weiter singen. Ja, so schwer das ist, wenn man beim Singen, beim Weinen denkt man, oh Gott, oh Gott, oh Gott, mein Hals geht immer weiter zu, ich kann gar nicht mehr singen. Aber singen ist das Allerbeste, was man da tun kann. Ja? Sich vorzustellen oder dafür zu sorgen, dass der Hals weit bleibt, dass die Zunge entspannt bleibt und dass einfach der Atem weiter fließen kann. Das erlaubt uns, so lange weiter zu singen, bis alle Tränen geweint sind, die geweint werden wollen. Denn wenn uns ein Lied besonders berührt, hat das mit uns zu tun. Ne? Und wenn wir uns erlauben, das, was es in uns berührt, in Bewegung zu bringen, ja, mit unserem Atem ins Fließen zu bringen, dann ist Singen vielleicht die schönste Möglichkeit, diesen Dingen, die uns berühren, diesen Emotionen irgendwie Raum zu geben. Es gibt manchmal Lieder, die das nahezu herausfordern. Ja, ich habe mich eine Weile mit Gypsy-Musik ein bisschen beschäftigt und da war es oft so, dass die Lieder, obwohl wir nicht verstanden haben, worum es eigentlich geht, ja, einfach ganz tiefe menschliche Sehnsüchte angesprochen haben. Und ich weiß noch, ich habe manche Sachen einfach mich ans Klavier gesetzt und immer und immer und immer, immer wieder gesungen, bis irgendwann in mir ein bisschen Frieden eingekehrt ist. Und das ist wirklich eine gute Gelegenheit, um innere Spannung und unverarbeitete Emotionen ins Fließen zu bringen. Man kann es auch ganz bewusst machen. Ja? Manchmal, wenn ich irgendwie merke, da sitzt irgendwas in mir fest, ich fühle irgendwie was, aber ich kann es noch nicht ausdrücken, ich habe gerade keinen, mit dem ich drüber reden kann, dann suche ich mir vielleicht ein ganz bestimmtes Lied raus, setze mich hin und singe das. Und dann merke ich, wenn ich meiner Stimme erlaube, ganz zart in Kontakt zu gehen, also nicht irgendwie denke, ich muss jetzt besonders schön singen, sondern einfach nur vor mich hin singe und erlaube, dass das, was das Lied zu sagen hat, die Melodie, der Text, dass das immer mehr, immer weiter zum Klingen kommen kann, dann findet das Gefühl einen Ausdruck. Und dafür ist Singen ja eigentlich da, dass wir unseren Gefühlen damit Ausdruck verleihen können. Und das ist fast so ein bisschen wie eine Art Therapie, ja, Selbsttherapie durch bestimmte Lieder. Und ich sage immer, Singen ist eigentlich die lustvollste Art, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Ich glaube, das ist mit ein Grund, warum ich so gerne singe, weil ich mich wirklich gerne mit mir selber beschäftige. Und man kann beim Singen so viel über sich selber lernen. Man kann beim Singen so viel, ja, in Bewegung bringen. Singen funktioniert mit dem Atem und Atem ist unser persönlichster, das ist das, was uns am Leben hält, ja. Und Atem weht durch alle unsere Emotionen, durch unseren ganzen Körper. Und wenn wir das in Klang umwandeln können, dann kann das, was in uns rumort, das, was gefühlt werden möchte, kann hinaus in die Welt. Was passiert, wenn das bei einem Auftritt so ist? Ja, ich stehe da und denke, ach du Scheiße, ich kann nicht mehr weiter singen, weil es mich gerade selber so berührt. Wenn man darin schon ein bisschen geübt ist, dann kann man wirklich sich darauf konzentrieren, den Hals weit zu halten und überhaupt sich auf seinen Körper zu konzentrieren. Ja, vielleicht ein bisschen Schritt zurückzugehen von dieser emotionalen Botschaft des Liedes oder von der Melodie, in der man dann vielleicht gerade so involviert ist, dass man kaum weiteratmen kann, und zu gucken, oh, wie geht's denn meinem Becken, wie geht's meinem Brustkorb. Ja, das verhindert nicht, dass das die Emotion weiter transformiert werden kann, aber das erlaubt einem, dass man innerlich einen Anker hat, wo man sich hinorientieren kann. Auch die Schwerkraft ist super, ja, sich auf die Schwerkraft zu konzentrieren. Wie stehe ich? Wie schwer ist mein Arm? Wie schwer ist die Notenmappe, die ich in den Händen halte? Wie schwer ist mein Mikrofon? Das ist ein ganz guter Anker, um sich wieder ins Hier und Jetzt zu holen und sich nicht wegschwemmen zu lassen von den Emotionen. Und wenn gar nichts mehr hilft, ja,
alter Schauspielertrick, sich alle Leute nackt vorstellen. Ja? Hier kann man nicht mehr weinen. Also manchmal könnte man dann vielleicht auch weinen, aber das ist dann ein anderes Weinen. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Ich hoffe, dass ihr die Chance habt, irgendwann, dass ein Lied euch so sehr berührt, dass ihr da weinen müsst und dass ihr euch traut, euch davon nicht, dass ihr euch nicht zurücknehmt, sondern dass ihr euch traut, da durchzugehen. Immer wieder, immer wieder. Und eurer Stimme erlaubt, das, was in euch ist, ins Fließen zu bringen. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns ganz bald. Macht's gut!